Heute zeige ich dir das Original Carpaccio Cipriani. Bleib dran. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute, wie man ein Carpaccio Cipriani macht. Als erstes einmal, was ist ein Carpaccio Cipriani und wie ist es entstanden? Mir wurde überliefert, dass es aus Venedig kommt und zwar aus Harry's Bar, da wurde es erfunden. Da gab es eine Stammkundin, die konnte kein gegartes Fleisch, die konnte nur rohes Fleisch essen. Frag mich bitte nicht, was das für ein Krankheitsbild ist. Deswegen hat ein gewisser Herr Cipriani Rinderfilet roh in dünne Scheiben geschnitten, hat dann eine Art Zitronenmayonnaise gemacht und das der Dame so serviert. Deswegen entstand das Ganze. Wir starten als erstes damit. Und stellen uns die Frage, was brauchen wir für einen Carpaccio? Natürlich brauchen wir Rinderfilet. Und wenn ihr jetzt im Restaurant seid und das ist kein Rinderfilet, dann ist das auch kein Carpaccio. Oftmals wird Rindfleisch tiefgefroren und dann auf der Aufschnittmaschine richtig hauchdünn geschnitten, auf den Teller gelegt. Dann taut es automatisch sehr schnell auf. Und das ist ein Carpaccio. Eigentlich nicht so schön. Das macht man nur, damit man sehr, sehr wenig Rinderfilet auf den Teller gibt, weil man es natürlich im gefrorenen Zustand sehr dünn schneiden kann. Oder noch schlimmer, es ist gar kein Rinderfilet, sondern irgendein anderes Teilstück. Ist aber nicht so schön. Wir nehmen Rinderfilet und nehmen uns ein richtig schön scharfes Messer und schneiden damit schöne, dünne Scheibchen ab. So dünn, wie wir es hinkriegen. Wir können das Carpaccio auch kurz ins Tiefkühlfach legen. Passt aber auf, dass es keinen Gefrierbrand kriegt. Dass es schön kalt ist, dann lässt es sich etwas besser schneiden. Und dann wirklich dünn ansetzen, wenig Druck oder gar keinen Druck ausüben. Und unser scharfes Messer einfach so durchziehen, sodass wir das sehr dünn hinbekommen. Wenn euch das irgendwie zerreißt, ist gar kein Problem. Das ist überhaupt nicht schlimm, das merkt man hinterher nicht. Dann legen wir es einfach erstmal so hin und plattieren das Ganze. Ich mache das gerne einfach mit dem Messer. Ich drücke das einfach platt. Ich kann aber auch ein Plattiereisen zu Hilfe nehmen. Aber in der Regel, ihr seht das schon, geht das so relativ gut. Ansonsten, wie der Italiener, nehme ich einfach meine Hand. Und mache es etwas flacher. Ich kann aber auch zu Hilfe so einen kleinen Plattierhammer nehmen. Wichtig, die glatte Seite nehmen. Die andere Seite ist für Schnitzel, die glatte Seite ist fürs Fleisch. Und dann klopfen wir das Fleisch ganz, ganz sachte. Man könnte jetzt auch ein Backpapier dazwischen legen oder so eine Folie zum Schutz. Und dann klopfe ich das Ganze sehr sanft, ne, dass es schön dünn ist und passe auf, dass es nicht zerreißt. Dann nehmen wir das Fleisch vorsichtig, am besten so mit dem Messer hoch, ne, und geben es dann auf einen Teller. Ob der Teller jetzt rund oder eckig ist, ist eigentlich egal. Und wir breiten das schön so aus und dass am besten der ganze Teller damit ausgekleidet ist. Ne? Wir können das so ein bisschen auseinanderziehen, aber nicht, dass es jetzt größere Lücken hat. Das machen wir so lange, bis der ganze Teller bedeckt ist. Und wenn euch so kleine Stücke nur abgeschnitten werden, dann nehmt ihr die natürlich trotzdem noch dazu. Ne? Legt euch die schön so hin. Ne? Also das ist nicht weiter schlimm. Das können wir hinterher am Teller wieder auffüllen. Und ihr braucht gar nicht viel Druck, ihr müsst nicht stark klopfen. Und ich würde es immer so machen, legt euch die großen Stücke in die Mitte und mit den kleinen könnt ihr dann hinter den Rand auffüllen. So, das reicht eigentlich schon. Ne? Also ihr könnt natürlich entscheiden, wie viel ihr da drauf macht. Ich würde schon immer gucken, dass der Teller möglichst ausgefüllt ist. Das Carpaccio haben wir schon mal geschnitten. Jetzt kümmern wir uns um die Zitronenmayonnaise. Und für Mayonnaise brauchen wir als erstes Eier. Die trennen wir. Wir brauchen nämlich nur das Eigelb. Das Eigelb geben wir schon mal in eine große Schüssel. Jetzt nehmen wir unsere Worcestershire-Soße und verfeinern damit unsere Cipriani-Soße. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob man so eine Fertigsoße, die das ja nun mal ist, ne, bestehend aus Essig, Sardellen und so weiter und so fort, ob man das jetzt wirklich benutzt oder ob man diese Zutaten einfach in ihrer Gänze nimmt, ne, und nicht auf so ein Fertigprodukt zurückgreift. Aber klassisch macht man das so. Wir geben ein bisschen was davon hier rein. Tasten uns erstmal langsam ran. Dann brauchen wir noch eine Zitrone. Die rollen wir natürlich schön. Wir brauchen nämlich ordentlich Zitronensaft. Pressen die aus. Und Leute, ich kann sagen, ich habe richtig Bock, weil das ist ein Gericht, das habe ich schon super lange nicht mehr gegessen, aber ich liebe es. Und es gibt das wirklich nirgendwo rein. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen guten Senf zum Emulgieren. Das Feintuning kommt natürlich später. Ein bisschen Salz schon mal, ein bisschen Pfeffer. Und jetzt verrühren wir das schon mal, dass das Ganze schön glatt ist.
Ihr könnt das auch mit einem Mixer machen oder mit einem Pürierstab, dann braucht ihr aber eine größere Menge. Also bei so einer kleinen Menge geht es meistens nicht, da würde ich es mit einem Schneebesen machen und am besten mit einer Schüssel. So ein Aufschlagkessel ist perfekt, der schön rund ist, damit ich ordentlich schlagen kann. Jetzt kommt unser Olivenöl. Hier muss man jetzt ein kleines Multitasking-Talent sein. Also wir stellen uns die Schüssel so hin, dass sie sicher liegt und schlagen dann gleichmäßig und lassen langsam das Olivenöl hineinlaufen. Dadurch gibt es dann eine Bindung, also quasi unsere Grundmayonnaise, die wir jetzt erstellen. Jetzt seht ihr, es hat eine richtig schöne Konsistenz. Man kann dann noch ein bisschen Milch hinzugeben, um es zu verdünnen. Das würde ich aber erst machen, nachdem ihr es abgeschmeckt habt. Weil wenn wir jetzt noch Zitronensaft dazugeben oder noch Worcestersoße, dann verwässern wir das Ganze ja wieder. Ich probiere mal. Ist schon gut, aber es fehlt auf jeden Fall noch total viel Geschmack. Deswegen ordentlich was hiervon dran. Ich lasse das auch schön gleichmäßig reinrühren. Dann noch ordentlich Salz und Pfeffer. Und eine ganz kleine Prise Zucker. Muss sein, um die Säurespitze zu brechen, damit es einfach rund schmeckt. So ein ganz kleines bisschen. Das war's. Und dann noch einen ganz kleinen Schluck Milch. Müsstet ihr gar nicht unbedingt. Ein bisschen was, um es etwas flüssiger zu machen. Aber nicht viel. Das reicht. Weil die Soße soll nicht ganz so mayonnaisig sein, also nicht so schwer. Ein bisschen lockerer, deswegen etwas verdünnen. Ihr seht das, Konsistenz. Also es muss am Löffel haften. Aber es darf auch nicht zu dick sein. Es muss noch tropffähig sein. Jetzt probiere ich nochmal. Das ist geil. Kleiner Tipp. Wem der Olivengeschmack, der Olivenölgeschmack, zu herb ist. Also wenn ihr merkt, es ist schon sehr herb, kratzt ein bisschen hinten im Hals, dann merkt ihr, es ist ein gutes Olivenöl. Aber wenn euch das zu herb ist, verwendet Rapsöl, mischt Rapsöl. Nehmt ein Teil Olive und zwei Teile Rapsöl, weil das Rapsöl oder Sonnenblumenöl ist deutlich milder und neutraler im Geschmack. Also wem es zu herb ist, einfach Sonnenblume oder Raps nehmen. Übrigens, achtet nicht so genau auf meine Worte. Ich habe jetzt hier sehr viel probieren und sehr viel Individuelles mit reingegeben. Unten in der Beschreibung findet ihr jedes Detail und genau die Menge, die ihr braucht, um so eine leckere Soße zu machen. Das ist nämlich das Schöne, hier schreibt immer jemand mit bei dem Chaos, was ich hier veranstalte. So, jetzt brauchen wir so eine Flasche. Ihr könnt aber auch einen Spritzbeutel nehmen, ginge auch. Eins von beiden braucht ihr. Und dann füllen wir das hier so rein. Und jetzt bin ich der Meinung, braucht man gar kein Salz und Pfeffer aufs Fleisch zu geben. Denn wir haben das ja hier so gut abgeschmeckt und gewürzt, dass das perfekt passt. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das so hinkriege, wie ich möchte. Ich habe nur einen Versuch. Jetzt kommt noch meine Caper oben drauf und das ist mein Carpaccio Cipriani. Viel Spaß beim Nachkochen.